Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie aus Düsseldorf die Toten Hosen!
Stadt gekommen sind. Wir haben gedacht, alle haben sich für uns umgezogen. Lederhosen und so weiter, Trachtenlook. Wir waren total begeistert. Ich habe noch gedacht, wo kriege ich bis heute Abend einen Dirndl her? Musst du dann feststellen, dass Allgäuer Festwochen sind. Da gibt es neue Traktoren zu bewundern und so weiter und so fort. Und ich kann es euch jetzt sagen, wir sind der offizielle... Was ist heute? Ist heute der letzte Tag? Der offizielle Begrüßungsakt der Allgäuer Festwochen.
Ja, vor vielen Jahren hatten wir mal so eine Phase. Da haben wir gedacht, woran liegt das eigentlich, dass uns kein Schwein hören will? Da haben wir gesagt, ja, mit so einem bescheuerten Bandnamen, da musst du dich nicht wundern. Da haben wir uns also kurzfristig umbenannt. Die Roten Rosen. Vieles davon nicht übrig geblieben. Aber vielleicht machen wir euch eine Freude mit einem Lied von damals. Das heißt, Handstock! Warum noch?
Wirklich
In der Regel auch okay. Manchmal gibt es sehr, sehr kritische, forsche Leute und die sagen dann immer so, weil die Toten Hosen, das ist doch, ihr seid doch gar nicht mehr die Typen von früher, das ist kein Punkrock mehr, und ich muss mich dann immer sehr schwer zusammenreißen, um nicht loszulachen. Weil wir im Grunde schon vor 15 Jahren ein Lied darüber geschrieben haben, was unser Verhältnis zu dieser Entwicklung angeht. Es heißt Helden und Diebe. Und es ist alle die von euch, die uns über die Jahre die Treue gehalten haben. Irgendwann in der Früh
Spannzeit, aber wir sind bereit geschnitten. Wir waren die Jungs von der Woche weg und unser Weg war noch das Ziel. Verschwindet eure Zeit schon, kommt mit uns auf diesen Schlachthof, waren wir stolz. Und keiner von uns hätte je geglaubt, dass uns wirklich mal jemand folgt. Die selbsternannte Wahnsinn, die uns heute auf dem Fersen sind. Suchen nicht die Eule aus, die Rette, die das Schiff verlässt. Zu viel Fernsehschuss, zu viel Wandelzons, die zu hoch, dass ich mich schnitt. Und sie fragen sich, ob es am Kopf kommt, ob wir dort sind, ich Oh.
Schön ins Publikum zu gucken und zu sehen, wie ihr da zusammen abfeiert und ein gutes Fest miteinander habt, euch hochzieht, wenn ihr auf die Fresse fallt. Das ist der Moment, wo der Spaß bei uns so richtig losgeht. Und in diesen Tagen fällt uns besonders häufig auf, dass viele südamerikanische Gesichter bei euch sind. Und wir wissen, dass wir über 100 Tickets für die Shows hier in Deutschland in diesen zwei Wochen verkauft haben, nur in Buenos Aires. Und freuen uns ganz besonders über die Kids von da, die da sind. Weil die sagen mal guten Tag eben. Hola, saludamos a todos que vinieron todo el camino de Latinoamérica, especialmente a nuestros amigos de Argentina. So. Wir haben ein paar Freunde mitgebracht, die haben wir alle in Düsseldorf kennengelernt. Mehr dazu später. Auf jeden Fall wollen wir euch damit eine Freude machen, dass ihr uns unterstützen. Zum Beispiel bei diesem Lied, dass wir in diesem Jahr immer in Verbindung bleibt mit dem Jungen, der in dieser Clique, die jeden Abend mit dabei ist, immer rumgefahren ist und zu Tode gekommen ist. Und für ihn spielen wir jetzt nur zu Besuch. Fühle ich mich grenzenlos. Alles andere ist von mir aus so weit weg. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden wirklich gibt. Es ist ein schöner Weg, unauffällig zu dir führt. Ja, ich hab ihn gern, weil er so hell und freundlich wirkt. Ich habe Blumen mit, weiß nicht, ob du sie magst. Damals hättest du dich wahrscheinlich sehr gefreut. Wenn sie mir nicht gefallen, Mama, stell mich recht weiter. Ist okay, wenn ich bei dir mittrinke, weil manche Bäcker halten. Ja, ja, aber ich trinke halt da. Bei dir weggeräumt. Wie jetzt mir die Frage stellst du mir jetzt. Ich bin okay, nicht, dass du dir Sorgen machst. Und so geh ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wäre, so als hätten wir jede Menge
Beispiel. Was soll denn das mit diesem Buh rufen, hör mal? Ich bin Vereinsmitgründer, habt ihr das mitbekommen? Weil die Vereinskassen noch ein bisschen klamm sind. Für 10 Euro im Monat hat man aber immerhin den Starspieler der U50 aus Düsseldorf kaufen können. Ich bin jetzt gerade raus. Sorry. Ach ja, genau. Und weil das eben diese Vereinsgründung ist und ich den Leuten in Düsseldorf erzählen möchte, hier ist das Allgäu, hier habe ich mich eingesetzt. Sieht man das jetzt, was ich jetzt... Moment. Leinwand, gibt's eine Leinwand hier? Nicht wirklich, oder? Flo, ich freue mich schon auf Erklärung. Links und rechts, ja? Und das da hinten ist frei. Okay, ganz egal. Ich möchte das gerne in Düsseldorf. Gebannt und gezittert haben, und es ist für alle, die es kennen, wenn man mit den Gefühlen am Ende ist. Thank you.
über alle Mitglieder der Familie Welde gekommen sind und über all die anderen Freunde, die den Weg hierhin geschafft haben, Knacki etc. und so weiter. Und ganz besonders freuen wir uns über diese Menschen, die wir kennengelernt haben, über die Düsseldorfer Musikhochschule, die Robert Schumann Hochschule. Ich erzähle euch danach mehr drüber. Wir werden uns nun bei diesem Stück begleiten, von dem wir selber nicht gedacht hätten, dass das von Tag zu Tag krasser wird und immer mehr brennt und diese Thematik wahrscheinlich erst jetzt so richtig ihren Lauf nehmen wird. Und es entsetzt uns immer wieder, in den Zeitungen zu lesen, was für hysterische Töne da angeschlagen werden und wie selten man sachlich über diese Problematik mit den Flüchtlingen und der Not Afrikas umgeht. Ein Stück aus Europa. Thank you.
Yeah.
ich begebe mich jetzt nicht aufs Glatteis, wenn ich über Bayern spreche. Ich wollte euch nur sagen, abgesehen von den Bell-Brüdern, der Bell-Familie, der Apoll, Uli, den Füßern und allen Dingen, die wir erwähnt haben, abgesehen von all den Guten, gibt es einen unbekannten Helden in Bayern, der den Text von folgendem Lied wirklich auf 500 Meter Landstadion gepinselt hat, sodass die freiwillige Feuerwehr des Ortes 2 Wochen benötigt hat, um ihn wieder abzukratzen. Irgendwo bei Rosenheim. Ich meine, bitteschön! Ich will nicht viel verletzt und dick und abends schaffen.
geht. Wir werden wiederkommen! Also, was veranlasst eigentlich einen Haufen von so talentlosen Typen wie uns, ein Instrument in die Hand zu nehmen? Fragt man sich das Gitter überhaupt nicht. Und schuld sind einige daran aus London. Und die Jungs, von denen wir dieses Stück spielen, die haben da einen ganz großen Anteil an. Sie kommen aus London, sie kamen aus London. Ihr Name war The Clash und dieses Stück heißt Should I Stay or Should I Go?
hier so zu stehen, das sind so Momente, die müssen wir noch festhalten, zelebrieren. Man weiß nie, wie lange das so geht. An Tagen wie diese! Konrad hat sich überlegt, für euch nochmal die Gitarre zu stimmen. Ich finde, das ist ein feiner Zug. Für mich macht er das nicht. Thank you.
am Klavier, das wisst ihr noch, Esther Kim. Ich hab die Gitarre als Schädel verkauft. Guck mal, was cool ist. Okay. Die restlichen Jungs, die haben wir alle kennengelernt bei diesem Projekt, was wir gemacht haben, in Arte für Musik. Da haben wir mit der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf mehrere Abende lang Konzerte gespielt und da ist eine lange Freundschaft draus geworden. Miki an der Violine hier. Simon, Violine, Dimitri, Viola. Was der Alexander spielt, aber der Trompete ist es nicht. Egal. Wir haben gedacht, wenn wir schon mal ein paar echte Musiker dabei haben, dann gönnen wir euch noch was davon, oder? Die Stimme ist draußen vor der Tür. Es war ignoriert und kaum noch akzeptiert. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war. Warst du gewalt und dich so verlass. Wir kamen jahrelang überhaupt nicht nach. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Heute merk ich immer wieder, wie ähnlich ich dir bin. Zum Glück war es damals nicht zu spät. Wir haben uns vor 10, der Wind hat sich gelegt. Das ist alles so lange her. Du endlich heute, nun sind wir nicht schwer. Nicht zu erinnern, wie es beim letzten Mal war. Als wir uns noch sahen, da draußen vor der Tür. Das ist schlecht, dass es viele Freunde gab, nur einen Vater gibt. Und heute, wo du weit weg bist, kann ich dich langsam so viel besser sehen. So wie jetzt hab ich dich früher nie vermisst. Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück. Es wurden dann Freundschaften in der Nacht geschlossen. Es war
unglaublich. Und es war genauso erschütternd, ein, zwei Wochen später schon zu sehen, wie die Berliner irgendwie genervt davon waren, weil die Supermärkte voll waren. Also, was für ein Scheiß hier. Und irgendwie kam dann auch irgendwo wirklich heftig der Blues. Und es dauerte auch nicht lang. Da wurde diese rechtsfreie Zone benutzt, um zu agitieren. Und die Leute wurden aufgestapelt und wir alle haben die Bilder dann von Rostock nicht am Kopf. Und das wurde dann Flächenbrand, Solingen und so weiter und so fort. Und dann denkt man, man hat das alles irgendwie niedergekämpft. Wir haben damals mehrere Lieder darüber geschrieben. Heute stehen wir genau wieder da an diesem Punkt. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber dieses Lied von damals, Anfang der 90er Jahre. Ist genauso aktuell. Yeah.
andrehen tun wir damit keinen, aber es tut immer gut zu wissen, dass man nicht alleine ist mit seiner Meinung. Vielen Dank. Folgendes. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Tatsache. Nur, dass ich war nicht alleine verliebt. Wir waren alle verliebt damals. Wir sind immer auf diesen Autobahnen unterwegs zu unseren Live-Orten, rausgefahren mittags, um was zu essen, und dann irgendwelche Dörfer rein. Und da war diese unglaubliche Bedienung, dieses sexy Wesen. Das hat uns inspiriert zu diesem Lied. Es muss in der Gegend von Rottweil gewesen sein. Wir haben nachher da angeschlossen. Wir fahren da wieder hin, wir suchen die. Wir haben die Karte nicht mehr gefunden. Wir waren zu dicht. Schrecklich. Also deshalb hört auf mit den Zaufen, Leute. Es macht euch unglücklich. Dies ist die Geschichte von Menschen aus Rottweil. Micky, komm mal vor und zeig, was du drauf hast!
was für ein Gefühl es ist, mit echten Musikern auf der Bühne zu stehen. Das ist verdammt scheiße. Das macht einen irgendwie betroffen. Ja, man merkt, man ist Schuss, aber dann ruft man auch innerlich: Wir halten dagegen mit allem, was wir drauf haben, Leute. Seid euch das jetzt mal. Here we go!
Hey, ganz herzlich. Vielen Dank für diesen großen Abend. Ist für uns der richtige Kick irgendwie, um jetzt nach Zürich zu fahren. Und den Leuten mal zu erzählen, was im Allgäu alles gehen kann.
Kirsch. Würden wir euch gerne ein kleines Geschenk bringen und eine alte Volksweise aus Düsseldorf heute präsentieren. Ein Lied, mit dem wir unsere Truppen schon motiviert haben, gegen die Kölner zu ziehen. Als man von uns Steuern für den fucking Dom wollte, der Erzbischof. Aber die Düsseldorfer trafen sich auf diesem Acker von Worringen und wir haben sie vertrieben für immer und ewig. Und dabei sagen sie bis zum bitteren Ende. Was hier im Zusammenhang mit Sport irgendwo ertönt ist und es geht um so viel mehr. Bleibt gesund und bis bald.